Nicht nur für ältere Menschen, auch für den Umgang mit Asylwerbern gibt es neue Ideen. Bisher dürfen Asylwerber außer zum Beispiel als Erntehelfer kaum etwas arbeiten. Viele Experten sind jedoch überzeugt, dass sich ein schnellerer Zugang zum Arbeitsmarkt für die Wirtschaft bezahlt machen würde. Ausprobiert wird so ein Modell etwa in Salzburg, wie Sabina Riedl und Emanuel Liedl zeigen. Salzburg zeigt, wie es geht. Seit 2 Jahren dürfen Asylwerber in der Mozartstadt mit anpacken. Ganz legal in der Straßenreinigung, Pflege der Grünflächen oder der Müllabfuhr. Eigentlich sind Flüchtlinge wie diese Somalier so lange zur Untätigkeit verdammt, bis ihre Anträge entschieden sind. Ein hartes Los für Menschen nach einer traumatischen Flucht. Der Journalist und Blogger Abdi Salam Daud kam vor 2 Monaten aus Mogadischu nach Österreich. Islamisten bedrohten ihn, weil er westliche Artikel veröffentlicht hatte. Seine Frau und seine beiden Kinder musste er in der Heimat zurücklassen. Ich war Journalist in Somalia. Dort gibt es keine Pressefreiheit. Es ist das gefährlichste Land für Journalisten. Ich wurde mit dem Umbringen bedroht und musste flüchten. So there was a threat on my life, then I left my country. It is a bit expensive. Die Preise der Schlepper sind jetzt viel höher als vor 2 Jahren. $5,700 habe ich bezahlt. Je mehr Hürden die Regierungen den Flüchtlingen in den Weg legen, desto stärker steigen die Preise. Obstacles to push the new immigrants to come in, then the price will go up. I think so. Die Arbeit ist auf 3 Wochen beschränkt. Der Stundenlohn von 5 Euro wird mit der Grundversorgung gegenverrechnet. Es bleiben rund 110 Euro übrig. Dennoch sind die Asylwerber dankbar, überhaupt arbeiten zu dürfen. Und wie sehen das ihre österreichischen Kollegen? So wie es jetzt momentan ist mit den 3 Wochen, dann ist wieder Zeitl nichts, dann brauchen wir weniger Angst haben. Nur wenn es immer mehr wird oder was, dann denke ich mir vielleicht auch, dass das die eigenen Leute mal sagen, hoppla, du hast auf. Jetzt sparen wir da einen Mann ein, weil da haben wir das ganze Jahr die da und die machen die Arbeit dann für uns viel billiger auch, was ich auch verstehe dann. Aber momentan ist es nicht so weit, dass ich um einen eigenen Arbeitsplatz Sorge mache. Wie geht's? Gut. Schön, kann schon Deutsch. Einen solchen Konflikt zieht der Bauhofchef und Initiator dieses ungewöhnlichen Integrationsprojekts, Michael Wanner, nicht einmal ansatzweise. Hallo, wie geht's? Gut, danke. Naja, es waren schon Vorbehalte. Was macht der Asylant bei uns? Wie geht man um mit dem? Kommt man mit der Sprache zusammen? Was machen die überhaupt da bei uns am Bauhof? Aber das hat sich in kürzester Zeit, also innerhalb eines Tages, hat sich diese Angst aufgelöst, weil es sind ja ganz nette Menschen mit leider Schicksalen, die dann auch erzählt werden, wo unsere Leute dann gesagt haben, das sind Dinge, die möchte ich nicht erleiden. Wie groß ist der Anteil der Asylwerber in Österreich? Wer das wissen will, muss mit der Lupe suchen. 0,27%. Daraus lässt sich schwer das Szenario einer Invasion ableiten. Und was bedeutet das für den Arbeitsmarkt? Michael Kalupka von der Diakonie Österreich rechnet mit 2.000 bis 3.000 Leuten, also nur einer sehr punktuellen Belastung. Aus der Erfahrung der Bosnien-Krise wissen wir, dass wir damals in einer schwierigen Zeit des Arbeitsmarkts viel mehr Leute aufgenommen wurden und dass dadurch sogar Arbeitsplätze on the long run geschaffen wurden. Das ist die Erfahrung der Bosnien-Krise. Jetzt, glaube ich, ist es so, dass es einfach humanitär notwendig wäre, weil wir Ressourcen vergeuden, weil wir Menschen auch fertig machen. Wenn die 2, 3, 4 Jahre nur warten müssen, ihre Hände in den Schoß legen müssen, jeden Tag 3-mal ein Essen bekommen und sonst nichts tun können, dann verlieren die Motivation und auch ihre Qualifikation. Zur Erinnerung, Österreich hat schon viel mehr Flüchtlinge verkraftet. 170.000 Ungarn fanden 1956 bei uns eine neue Heimat. 90.000 Flüchtlinge kamen während des Balkankrieges zu uns. Und gerade einmal 28.000 waren es voriges Jahr. Durch das de facto Arbeitsverbot für Asylwerber floriert deren Missbrauch in der Schattenwirtschaft. Kein Ruhmesblatt für Österreich. Aber diese Beschwerdestelle wurde vom ÖGB für Arbeitnehmer ohne Papiere eingerichtet, weil die Fälle von Ausbeutung Wehrloser rasant zunehmen.
grundsätzliche Charakteristika undokumentierter Arbeit sind, dass undokumentierte Arbeit unsicher, schlecht bezahlt und gefährlich ist. Das heißt, es werden keine kollektivvertraglichen Mindestlöhne bezahlt. Arbeitnehmerinnen müssen extrem lange Arbeitszeiten in Kauf nehmen. Arbeitgeberinnen wiederum halten keine Arbeitszeitbestimmungen oder Arbeitnehmerinnen-Schutzstandards ein. Der ÖGB setzt sich zwar für die Rechte von Asylwerbern ein, heftet sich das aber nicht auf die Fahnen, wohl um die eigene Klientel nicht zu verärgern. Wo enden unsere und wo beginnen die anderen? Der Übergang ist fließend. Odette Mukeshimana kam vor 15 Jahren nach Österreich, als Flüchtling aus Ruanda. Die gelernte Lehrerin musste sich völlig neu orientieren. Nach mehreren Jobs als Kindergartenhelferin und Altenpflegerin machte sie ihr Diplom als Krankenschwester und arbeitet heute im Haus Kalksburg der Caritas Socialis. Als Kind träumte sie davon, Ärztin zu werden. Es ist ganz anders bei uns. Wir haben keine Altenheim. Wenn die Leute alt sind, werden von Familie betreut, zu Hause, nicht im Pflegeheim. Aber ich finde das schön hier in Österreich, dass diese Möglichkeiten gibt. Tatsächlich ist Österreich mit seiner geringen Geburtenrate auf Zuzug angewiesen und hat in vielen Branchen einen echten Fachkräftemangel. Über das nicht genutzte Potenzial unter den Asylwerbern wundert sich auch der Experte der Wirtschaftskammer. Teilweise nehmen wir wirklich derzeit Nachteile in Kauf, weil es nach wie vor trotz dieser enorm hohen Arbeitslosigkeit Bereiche gibt, wo dringend Fachkräfte gesucht werden, in den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft, aber auch außerhalb. Denken Sie noch an den Ärztemangel. Und hier sind gerade im Land hochqualifizierte und höchstqualifizierte Personen mit Flüchtlingsstatus da, die hier eine ganz gute Verwendung finden können. Das ist der Deutschkurs für Fortgeschrittene in einem Sprachinstitut des AMS in Wien. Hier lernen ausländische Akademiker Deutsch, um bald wieder ihren angestammten Berufen nachgehen zu können. Dr. Ghassan Anyem ist Zahnarzt aus Syrien. Seit 1,5 Jahren ist er in Österreich. Jetzt lernt er mit Hochdruck für seine Nostrifizierung. Arbeit als Zahnarzt in Österreich. Ich muss nostrifizieren lassen. Dann ich brauche sehr wichtig die deutsche Sprache. Wir besuchen Dr. Anyem zu Hause. Nach langer Herbergsuche haben er, seine Frau Aline und ihr dreijähriger Sohn Wissam in Wien eine Bleibe gefunden. Dank einer anonymen Wohltäterin, die ihnen diese Wohnung kostenlos zur Verfügung stellte. Das ist die von einem Brandanschlag verwüstete Wohnung in Darsur. Von Islamisten verfolgt, floh die Familie von einem Tag auf den anderen. All seinen Besitz und seine neu eingerichtete Praxis musste er liegen und stehen lassen. Und die Erinnerungen an eine glückliche Zeit. Eine unbeschreiblich schmerzliche Erfahrung. Ich vermisse meine Arbeit und mein erfülltes, sorgloses Leben. Es war sehr schwer, von einem erfolgreichen, vielbeschäftigten Mann zu einem nutzlosen Menschen zu werden. Das bereitet mir großen Stress. Aber leider habe ich keine andere Wahl. Diese harte Anfangszeit liegt für Odette Mukeshimana und ihren Mann bereits Jahre zurück. Eine Zeit der Isolation, die auch bei ihnen unnötig lange gedauert hat. Wir waren nur Flüchtlinge und keine hat Geld, irgendwo draußen zu gehen, mit anderen Kontakt aufzunehmen. Diese Chance habe ich bekommen, als ich mit Ausbildung angefangen habe, genauso mit Arbeit. Seit 2005 sind sie Österreicher. Ihre Mädchen gehen ins Gymnasium. Die älteste, Giselle, maturiert gerade. Ich habe die große Qual der Wahl. Das hatten die beiden nicht. Ja. Vor allem durch die Ausbildung, die ich hier mache, Matur und alles, habe ich wirklich eine große Auswahl, kann studieren. Und die Bereitschaft ihrer Eltern, einen Neubeginn in der Fremde zu wagen, ist genau jene Eigenschaft, die Ökonomen preisen. Als Frischzellenkur für das überalterte, kraftlose Europa.